So, und weiter geht's auch schon mit Rayman 2, The Great Escape. Und präsentiert von Rayman, der hier gerade Basketball mit seinem Körper spielt. Yay! Und wer spielt hier? Der Fang Gamer 8. Naja, gehen wir weiter. Ich laber schon wieder auf Scheiße. Und ich glaube, das wird uns jetzt gleich erklärt, was das für ein Ding hier ist. Deswegen, das sind halt so Käfige, die kann man zerstören. Und ja, das wird uns jetzt erklärt. Toll. Super, du hast eben ein Piratenkäfig zerschlagen. Zerstöre viele davon. Sie sind voller Energie. Siehst du auch die helle Kugel dort? Das ist ein Gelbballon. Sammle viele davon. Sie lassen dich geheime Orte betreten. Und sie lehren dich alle Geheimnisse deiner Welt. Nimm den Gelbballon. Ja, das ist halt so ein gelber Lums, von dem im Intro gelabert wurde. Einer von den 1000 Lums in der ganzen Welt. Und die muss man halt einsammeln. Zack. Und schon haben wir einen. Eins von fünf in diesem Level. Ja, also in diesem Tutorial-Level. Und wir laufen eigentlich weiter. Und jetzt wird uns hier erklärt, wie man die Kamera steuert. Das ist eigentlich ziemlich nutzlos, außer halt springen. Ich wollte eigentlich mit Gamepad spielen, aber Gamepads werden von diesem Spiel leider nicht gerne gesehen. Es gibt einige Gamepads, die funktionieren, aber meins leider nicht. Das ist halt so bei den Rayman-Spielen. Da kann man dagegen nichts gegen machen. Ja, und wenn ich jetzt hier J drücke, wie eben gesagt, dann kommt hier halt, scheint oben die Leiste mit meiner Energie. Links oben, also der obere Teil, das sind die gelben Lums, die viel wir schon gesammelt haben. Und unten sind halt die Käfige, die wir schon zerstört haben. Also in diesem Level. Halt eins von zwei. Ja, was sagt ihr hier? Die gelben Lums sind sehr wichtig. Willst du mehr wissen? Drücke F1. Den sammeln wir nochmal ein. Und ja, wir stellen uns halt hier auf diesen Stein und drücken dann F1 und... Gedankenkontrolle! Ich weiß nicht, warum da oben Naiv steht. Egal. Die gelben Lums sind die 1000 Fragmente des Herzens der Welt. Das wissen wir ja schon. Dass die Piraten zerbrochen haben. Sie enthalten das universelle Wissen. Je mehr du sammelst, desto mehr lernst du. Du erreichst die Geheimnisse der Welt, indem du den F1-Knopf drückst. Suche noch 48 Lums. Also, nicht in diesem Level. Das ist ja nur das Tutorial-Level hier. Ja, zur Erklärung, die gelben Lums... die braucht man halt, um alle Level zu betreten. Man braucht nicht alle davon, aber einige. Ja, drücke in der Luft A, um den Helikopter zu aktivieren, das wissen wir ja schon. Und in diesem Video wollte ich jetzt mal was probieren. Da hinten ist ein gelber Lums. So. Aber gleich kommt so eine Cutscene. Und ja, vielleicht werdet ihr das ja gleich. Das werdet ihr gleich eh sehen. Und jetzt. Ach Gott. Ja, naja. Eigentlich nicht. Ja, das diese kleinen Loopschieß da. Das sind ja die Kinder von Globox. Und jetzt fangen die ganze Zeit an zu heulen in der ganzen Cutscene. Ziemlich nervig. Keine Sorge, Kinder. Ja, eine unserer Aufgaben. Aber soweit ich das noch in Erinnerung habe, werden wir den Globox, unserem Freund, erstmal erst eine Hälfte des Spiels wieder sehen. Ja, und jetzt fangen wir halt, wo Lü ist, und Lü ist halt von den Piraten gefangen. Wer hätte das nicht gedacht? Nein! Lü ist zwar eine Fee und hat zwar Fähigkeiten, aber die Piraten... Nein, hätten nicht gedacht, dass die gefangen nehmen, nur um die Energie von ihr zu kriegen. Nein, ist ja überhaupt nicht logisch. So. Ach Gott, jetzt fängt das wieder an. Jetzt kommt nämlich hier diese blöde Fliege. Ich wette, dass du wissen möchtest, wie man klettert. Siehst du die Wände? Stell dich zwischen sie. Drück A zum Springen und A zum Festhalten. Du kannst zu oben bist. Ja, haust rein. Grinsfliege. Teil 3 ist die viel cooler. Naja, egal. Ja, warum ich Rayman 1 nicht spiele? Rayman 1 besitze ich ganz einfach nicht. So, und mit der Story hat das aber nicht viel zu tun. Also, wir können. Das. Wie kann man halt klettern? Wie man hier sieht. Und ja, wie gesagt, das hat nicht viel mit der Story zu tun. Kann das eigentlich mal verschwinden, da das da oben? Das
nervt ziemlich. Obwohl, naja, ich kann ja mal eine Frage stellen. Wenn ihr das hier oben sehen wollt, die ganzen Videos lang, dann könnt ihr es ja in den Comments schreiben. Ansonsten, ich mach das jetzt erstmal aus. Das nervt eigentlich nur. Halt, ich werde auch öfters mal sowas fragen. So, und jetzt kommt der Grund, warum ich diesen gelben Lumps nicht eingesammelt habe. Ich möchte einfach mal sehen, was in dieser Cutscene jetzt passiert. So. Zopp. Was seid ihr denn für Typen? Okay, Kleinlinge. Und da schlecht ich für an, König der Kleinlinge. Zack. OMG. Ja. Ey Leute, entscheidet euch mal. Gott, habt ihr keine Monarchie oder sowas? Wenn es einen König gibt, gibt es auch eine Monarchie. Und da darf nicht jeder König einfach sein. Oh, entscheidet euch. Ich, nein, ich, nein, ich. Endlich, er sagt seine Meinung. Ich muss unbedingt Glüh sehen. Wisst ihr, wo sie ist? Na endlich. Sie haben sich beruhigt. Dankeschön. Hallo, König der kleinen Dinge. Der Richtige. Es tut mir leid, die hat mir zu dem Mist. Die Feen haben Glüh zu Feen nicht gemacht. Sie haben sie in ihrer Festung eingesperrt. Um sie zu finden, musst du zu Hölle in die Tür gehen. Die Hölle ist magisch und führt in viele andere hin. Und diese Stimme, sie tut dem Hals weh. Nur wie die Kleinen kennen die Weg dahin. Ja. Schau, die Passage kostet 5 Lumps, die du nicht hast. Aha. Ich brauche noch einen. Haha. Komm später wieder. Ja, das ist nämlich der Grund, warum ich diesen einen Lumps nicht eingesammelt habe. Ich wollte einfach unbedingt mal wissen, was dann passiert. Wo bin ich eigentlich? Was ist das für eine scheiß Kameraperspektive? Danke. Okay, jetzt bin ich schlauer geworden. Das dauert jetzt zwar ein bisschen länger, aber ich wollte das jetzt unbedingt mal wissen. Halt, sonst wenn wir 5 Lumps gehabt haben, jetzt, dann würden wir jetzt sofort weitergehen. Und ja, jetzt haben wir einfach mal den Lumps ein. Juhu! Diese Meldung kommt immer, wenn wir alle Lumps gesammelt haben. Und alle Käfige. Nee, alle Käfige glaube ich nicht. Ich glaube, nur wenn wir alle Lumps haben. So. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof gewesen. Das kostet nur Zeit fürs Video. Und mehr Langeweile für mich, weil ich dieses Level jetzt langsam zum Kotzen finde. Ah, dieses scheiß Mikro. Es nervt. Ich habe ein ziemlich scheiß Headset. Ich sollte mir unbedingt mal ein neues kaufen, wenn ich Let's Plays anfange. Zack, zack. Interessiert euch das eigentlich? Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich labern soll. Mal gucken, was jetzt passiert. Und? Kurz, ich gehe, du hast die 5 Lumps gefunden. Und können wir nicht zur Hölle die Tür bringen? Oh, den Eingang zu Feenlichtung findest. Feenlichtung. Klatsch, klatsch. So will ich auch mein Licht anmachen können. Ui. Und Trommelwirbel. Kappa! Wow, Rayman ist cool. Und diese Stimme liegt tut im Hals hier, deswegen trinke ich erstmal einen Schluck. Und dieser Klops da hinten, den müsst ihr euch auffallen. Der hat Zahnfleischprobleme. Putz dir die Zähne, Junge! Das musst du raus. Kleinen Moment. Wasser, das Beste, was es gibt. Ja, wir wollen speichern. Ja, wir wollen weitermachen. Ja, und das ist ja die Halle der Türen, sozusagen die Weltkarte und dieses scheiß Fliege. Rayman, du bist nun in der Halle der Türen. Von hier aus kommst du in viele neue Welten. Mit hoch, runter, rechts, links, Steuerkreuz. Platziere den uns auf die Tür deiner Wahl. Mit Abspritzt. Mach schnell und rette Lü. Sie wird in der Feenlichtung festgehalten. Ich frag mich die ganze Zeit, warum diese blöde Fliege die ganze Zeit grinst. Hat die Crack genommen oder was? Dieses Rätsel wird nicht gelöst. Tut mir leid. Ja, und das nächste Level ist halt die Feenlichtung. Und, naja, viel Zeit haben wir nicht mehr für das Video. Ja, wir springen jetzt einfach nochmal rein. Unten sieht man halt auch, wie viele Lumps man sammeln kann in diesem Level. Und halt links
Und rechts sieht man halt die Käfige. Das sind halt sieben. Und ja, springen wir mal rein. Batsch. Toller Körper. Und nach dieser Ladesequenz mit dieser tollen Festung, wo wir noch hinkommen werden, mache ich einen Schnitt. Ja, komm. Dankeschön. Und mit diesem tollen Bild lasse ich euch jetzt allein und werde das nächste Mal weitermachen. Bis dann.